Heute kurzes Unboxing. Ich habe mir eine Kamera, wollte ich sagen. Ich habe mir eine Taschenlampe geholt. Das ist eine Shadowhawk X800. Die will ich auch gleich mal austesten. Ich habe mir die ohne Zubehör bestellt. Die war relativ, dadurch war sie relativ günstig. Normalerweise kostet sie so 22 Euro, 18 Euro, wie auch immer. Und dann gab es die ohne Zubehör noch mit diesem wundervollen, mit dieser wundervollen Stirnlampe, gab es die für 8,99 Euro, glaube ich. So, jetzt gucken wir auch mal, ob das Ding funzt. So, okay, was ich ganz geil finde, ist, dass man die halt, hier hat man diese, das lässt man da drin, und dann kann man das entweder mit diesen Batterien hier, mit den AAA-Batterien betreiben. So, ich hoffe, sie sind geladen. So, und so. Dann stopfen wir sie einfach hier wieder rein. Und sie funktioniert nicht. Die Batterien sind leer. Okay, dann machen wir es auf eine andere Variante. Oder auf eine, warte mal, habe ich die... Ich weiß gar nicht, ob ich die richtig rum reingestopft habe. Oh mein Gott. Ich will so auch nochmal. Okay. Sie funzt. Machen wir mal ein bisschen dunkler. Okay, sie ist jetzt nicht so geil. Doch. Wir werden es nochmal mit der anderen Batterie versuchen. Ich glaube, diese Batterien hier sind relativ leer. Was ich auch nicht verstehe, ist, hier unten ist die Feder drin und die Batterie muss man so rum reinwerfen. Hupsala. Ja, ist ja witzig. Ich dachte, die Feder muss immer unten sitzen. Okay, also so ist die Lampe auf jeden Fall mit denen heller. Es ist ein bisschen chaotisch hier drin. Ich werde jetzt mal ganz kurz das Licht ausmachen. Okay, doch. Sie ist ganz okay. Dann kann man halt hier, indem man die Lampe zieht und drückt, kann man halt noch diesen Modus verstellen. Und größer und kleiner. Und naja. Okay, das war's erstmal. Ich werde auch noch ein paar Videos machen, wie ich die draußen benutze, weil hier drinnen kommt es natürlich nicht ganz so gut rüber. Link ist unten runter. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.